der Familie schon zur Tonne schlechter waren. Schließlich kam man damit bestens an die hohen Töchter ran. Hat man dich jetzt auch in diesen Job hineingezwängt? Von alleine hättest du dich da niemals hineingedrängt. Wie der Vater, so der Sohn, so wie es die Tradition. Ja, du hättest dir bestimmt was ganz anderes ausgewählt. Etwas, wo man sich benimmt und nicht tötet oder quält. Und bis heute war es dir auch nicht möglich zu kapieren, warum die Leute sich so gut bei deiner Arbeit amüsieren. Jetzt stehst du hier direkt vor dir, steht dein Gegner, steht der Stier, und es scheint, als ob er es versteht, dass er seinem Feind auch nicht viel besser als ihm ergeht. Doch es gibt jetzt kein Zurück mehr, denn du bist nicht allein. Da sind noch die vielen anderen und du hörst sie alle schreien. Sie rufen, tu was bitte, bitte, ramm diese Kuh. Tu was bitte, bitte, ramm diese Kuh. Zeige nur, wir wollen Blut, wenn nichts heißt, dann eben deins. Obwohl du dich schon lang nicht mehr ums Skrupeln scherst, wär's jetzt toll, wenn du dein eigenes Dubel wärst. Doch du bist es leider selber, vor dir liegt das tote Rind. Und wer weiß, wie viele Kälber wieder ohne Vater sind. Bringst immer wieder welche um und ewig tot das Publikum. Sie rufen, tu was bitte, bitte ran, diese Kuh. Tu was bitte, bitte ran, diese Kuh. Zeige Mut, wir wollen Blut, wenn nicht sein, sein Leben dein. Tu was bitte, bitte ran, diese Kuh. Tu was bitte, bitte ran, diese Kuh. Tu was bitte, bitte ran, diese Kuh. Thank you.